Sowas würden selbst Obdachlose nicht mehr tragen, aber ich fühle es übertrieben. Bro, das ist der Obdachlosen-Vibe. Wir schauen uns jetzt einmal in Ruhe die Shadowplay-Kollektion von ADR an. Wie gesagt, ich glaube, wenn man sich auch so unseren IG-Feed anguckt, ich glaube, das ist wirklich so bis jetzt das beste Outcome so an Material, an Content gewesen, was so die Kollektion, die Marke an sich, aber auch image-technisch alles sehr gut zusammenbringt. In dem Post wirklich auch geisteskrank. Ich habe den Post auch übertriebenst gefeiert. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir da irgendwie im Regen uns hingestellt haben und da draußen was, ja, geshootet haben. Aber ja, Freunde, ich will auch nicht hier zu groß um den heißen Brei reden. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann haut das gerne raus. Ich glaube, ihr habt alle mitgekriegt, dass der Release diesen Sonntag ist. 13 Uhr, wie immer. Ihr habt Möglichkeit, Early Access zu kriegen über die WhatsApp-Gruppe. Ansonsten halten wir uns da diesmal relativ bedeckt. Ich trage überall eine Größe L. Wie groß bist du? Ich bin 1,76 klein. Aber ich glaube, ihr müsst ja auch ein bisschen mal darauf achten, wie wollt ihr überhaupt den Fit haben. Ansonsten keine Fragen, Fan, und starte ich einfach mal rein in die Masse. Wir starten mit der Warrior Denim Jacket. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht erzählen, dass alles YKK-Zipper sind. Mittlerweile hat sich das etabliert. Ich finde die Waschung von der Jacke nice. Ich finde die nice, dass sie eine riesen Kapuze hat. Finde ich, gefällt mir sehr gut. Und mir gefallen diese, ja, ausgefransten Edges bzw. Applikationen an den Seiten richtig gut. Leichte Asymmetrie hier vorne drin. Wir haben hier sogar nochmal versteckte Taschen, weil war tatsächlich nicht erstmal so geplant, diese Taschen hier zu haben. Haben wir es aber dann doch für entschieden, weil, Bro, Jacken ohne Taschen sind sehr, sehr nervig. Auch wenn man die hier natürlich hat. Und ja, sehr, sehr oversized geschnitten. So viel gibt es ansonsten zu der Jacke nicht zu sagen. Wir haben natürlich hier so ein paar Knöpfe zum Verstellen. Ansonsten ist sie ein bisschen höher geschnitten. So könnt ihr sie natürlich normal tragen, aber ein bisschen höher, dass, wenn man die Kapuze aufhat, ein bisschen diesen vermummten Vibe hat. Ja, ich finde die Jacke sehr, 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 sehr sick, gerade mit der Hose. Ist sie cropped? Ja, Bro. Die ist cropped, gerade auch wegen dieser Asymmetrie. Ist die cropped, sehr, sehr boxy geschnitten. Und bevor ich euch die passende Hose dazu zeige, würde ich sagen, mit klappern erstmal die Jacken durch, wa? Nächste Jacke ist die Ghost Jacket. Komplett in schwarz gehalten. Selbstverständlich YKK-Zipper. Vorne hier sind nochmal zwei Zipper versteckt. Wir haben hier was zum Justieren an der Kapuze. Wir haben was zum Justieren am Ärmel. Und im Bodybereich. Dann haben wir hier nochmal seitlich zwei Pockets. Und ansonsten ist das Ding einfach nur komplett schwarz. Bro, ich ziehe sie jetzt einmal für euch an, damit ihr versteht. Aber die Jacke, Bro. Die hält auch echt kacken warm, ja. Also wirklich, die hält so warm, ist unfassbar. Bro, einfach ein Rabe. Ich bin ein Rabe. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen so, ey, Bro, will ich nicht rocken. Weil die ist schon laut. So, aber das ist so, weiß ich, das ist so für mich so eine, ich weiß gar nicht, ja, so eine Special Occasion Jacket. Die kannst du pullen, so, Bro, wenn du halt auffallen willst. Und nein, Freunde, das ist kein Echtfell. Wie sieht's mit Regen aus? Kein Problem, Fam. Also, Regen kann die Jacke ab. Freunde, ihr müsst diese Jacke riechen. Ihr müsst sie einfach riechen, Freunde. Ihr müsst sie einfach riechen, Freunde. Endlich, endlich eine ADR-Lederjacke aus Echtleder. Das ist Rindsleder 100%. Ja, das ist Rindsleder. Ich glaube, ich brauche nicht viel dazu zu sagen. Auch hier wieder vorne, wenn wir die Jacke einmal aufmachen, haben wir hier sogar noch eine Innentasche. Wir haben ein komplettes Mesh drin. Ja, damit es einfach nicht so unschön aussieht. Schön mit Mesh drin. YKK-Zipper wieder dabei. Hier so Overlaps. ADR. Vorne, hinten, seitlich. Und ihr müsst die riechen. Ich kaufe sie mir nur zum Riechen. So ein Ding. Die ist mir Ästhetik, sehe ich nicht drin. Persönlich trotzdem sick. Bro, ich sag ehrlich, die Jacke. So happy mit dieser Jacke. Und ich freue mich auf die nächsten Lederpieces. Weil jetzt haben wir einmal angefangen. Jetzt haben wir einmal Blut geleckt. Biker Leather Jacket. Ich glaube, brauche ich nicht viel sagen. Ist ein Piece, was natürlich teuer ist, Freunde. Also, ihr könnt euch vorstellen, das ist, wie gesagt, echt Leder. Wird für uns im Einkaufspreis, wird es nicht, ja, zweistellig sein. Sondern es ist ein dreistelliger Betrag, den wir alleine für die Produktion zahlen. Ohne Zollgebühren, ohne Einfuhrumsatzsteuer, ohne Spedition, ohne keine Ahnung, was da noch für Kosten dann noch on top kommen. So, also, du bist halt bei einer Jacke locker bei, weiß nicht, 150 bis 200 Euro, die uns kostet. Keine Ahnung, das war jetzt über den Daumen gepeilt. Die Jacke darf 600 Euro aufwärts kosten. Ja, Bro,
Ich sag ehrlich, mit dem Preis von der Lederjacke tue ich mich noch schwer. So, jetzt ohne Witz, for real, eigentlich müssten wir die für 900 oder 1000 Euro anbieten. Weil das ist so der, so die Konkurrenz. So, die Konkurrenz bietet sie halt für das Geld an. Aber ja, wir werden, also die Jacke wird safe nicht 300 Euro kosten oder so, wisst ihr, ich meine. Machen wir mit den Oberteilen weiter. Gleich einer meiner Favorite Pieces, der Gloom Zip Hoodie. So traurig das aber auch ist, ne, das ist das einzige Piece, was Farbe hat. Weiß, eigentlich zählt weiß nicht als Farbe, aber alles andere ist irgendwie so grau-schwarz. Und das ist halt, ja, unsere Farbe. Bro, Zip Hoodie, auch geisterkrank geworden. Spray-Elementen hier überall an den Nähten. So diese schwarze drin gemacht, eingemacht. Bei mir vorne so zwei Buttons. Das hatten wir jetzt, wie gesagt, schon häufiger. Das ist so unser erweitertes CI-Ding, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben angefangen mit dem Chrome Zipper. Und dann hatten wir die Buttons immer an den Ärmeln oder an den Hosen. Und jetzt haben wir einfach nochmal ein bisschen mehr damit rumgespielt. Hier vorne zwei. Vielleicht habe ich ja gerade auch ein anderes Piece an, wo es halt auch so der Fall ist, aber ich weiß es ja halt auch nicht. Ja, wie gesagt, zwei Buttons hier, dasselbe auch hier hinten, quasi zum Zumachen, wenn man darauf Bock hat, aber das hat eigentlich keine Funktion, die jetzt per se. Also die an den Ärmeln schon, die Funktion bleibt natürlich, aber die Zipper, also die vorne und hinten, das ist eigentlich mehr so ein Design-Element. Ja, und dann haben wir halt hinten das, den großen Print und da streiten sich jetzt wahrscheinlich die Geister, so Bro, hätte man den nicht weglassen können. Keine Ahnung, ich habe ihn gefühlt. Deswegen habe ich ihn drin gelassen. Wir werden im Januar noch einen Drop haben mit dem anderen Zipper. Da habe ich den Backprint weggenommen. Überall Inside-Out-Nähte. Geisterkrank. Wie für ADR üblich. Sehr, sehr cropped. Also was heißt sehr, sehr cropped? Cropped, boxy. Ärmel sind geisteskrank, oversized. Wir haben ein bisschen an den Kapuzen dran rumgefeilt. Dass die einen geilen Fit haben. Ansonsten wie immer 500, wie viel? 580 glaube ich, ne? 580 GSM müsste das haben. Machen wir weiter mit dem Hoodie. Freunde, das ist ein Triple Layer Hoodie. Triple Layer. Freunde, ihr müsst das verstehen, weil selbst unsere Produktion hat nach mehrmaligem Erklären es nicht verstanden. Okay, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Hoodie, worüber ein T-Shirt, worüber ein Tanktop ist. Ja, und jedes hat sein eigenes Layer. Also ihr seht, versteht ihr, wie ich meine? Das ist ein eigenes Layer. Also und darunter ist nochmal Layer. Das ist geisterkrank. Und das Geilste ist, dass hier unten, seht ihr das? Diese ganzen Layer-Rings kommen hier unten in diesen Gewürzel raus und sind dann nochmal so abgeranzt. Bro, das sieht geisteskrank aus. Seht ihr das? Seht ihr hier unten diesen Bund, Bro? Steht ihr das? Ansonsten gibt es nicht viel zu diesem Hoodie zu sagen. Der ist halt komplett schwarz, coole Waschung drauf. Geil finde ich, dass jeder Stoff oder sich jedes Layering so ein bisschen anders gewaschen ist. Ja, das bedeutet, ihr habt hier so ein bisschen eine andere Waschung als hier drauf. Hier sieht es jetzt fast blau aus, das Cap von der Reflexion vom Bildschirm. Bro, jetzt ohne Witz, ich krieg einfach Schmerzen von hochhalten, weil der halt wirklich geisteskrank schwer ist. Weil es halt triple layered ist. Auch dieses Ärmel-Ding. Also wie gesagt, ihr könnt da wirklich reinfassen. Das ist eine eigene Schicht. Ja, das ist kein Fake-Layer oder was auch immer, sondern das ist quasi ein T-Shirt über einen Hoodie und über das Tanktop ist, ja, und nochmal ein Tanktop drauf. Ansonsten haben wir hier, wie immer, auch unsere Buttons. Ja, zum Zumachen. Und ansonsten komplett clean. Nichts Spektakuläres. Habt ihr Fragen zum Hoodie? Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Hoodie? So was würden selbst Obdachlose nicht mehr tragen, aber ich fühle es übertrieben. Bro, das ist der Obdachlosen-Vibe. Dann auch bitte den dreifachen Preis. Die Spanier mit der obligatorischen Regel. Bro, Freunde, die Preise werden diesmal unfassbar, sag ich euch ehrlich. Wie es ist, ihr seid gefickt. Bro, was soll ich euch sagen? Das ist kompromisslos. Also, was soll ich euch sagen? Ihr müsst unbedingt TikTok abchecken, weil da haben wir den Prozess ganz geil aufgezeigt von diesem Hoodie. Oder kommt, glaube ich, noch. Weil dann seht ihr, dass die Produktion nicht verstanden hat, dass das drei Layerings sein sollen. Und das quasi, es war wirklich ein Layer. Es sah so aus, als wäre es triple layered halt. Aber es war halt nur ein Layer. Natürlich hätten wir den auch so rausbringen können. Und dann zu einem günstigeren Preis. Aber Bro, das ist doch nicht das Wahre. Man will sich doch dann sowas holen und wissen, ey Bro, das Ding ist geisterkrank. Als letztes kommt jetzt hier noch das Longsleeve. Und ich glaube, jetzt versteht ihr auch, warum wir teilweise Sachen haben ohne Prints und dann teilweise mit Prints. Weil wenn wir jetzt dieses Longsleeve wieder ohne Prints gemacht hätten, dann wäre es dasselbe Produkt wie der Hoodie. Versteht ihr?
dann hätte sich einfach nichts geändert. Weil auch hier wieder haben wir halt dieses Konzept, dass wir unten einen Longsleeve haben, da ist wieder ein Layering mit einem T-Shirt und dann ist da wieder ein Layering mit einem Tanktop. Ja, das ist auch wieder triple layered. Das ADR, Atelier Ropar, Schriftzug, wir haben an den Ärmeln die Wings und wir haben vorne das A. Alles in so einer komischen, also so einer Haptik Print, ja, so siebdruckmäßig, aber so quasi, dass mehr Farbe drauf ist, als eigentlich nötig ist. Ein bisschen unsauber getrennt, damit das so ein bisschen so einen haptischen Effekt gibt, dass man sie teilweise so fühlen, so bröckeln hat, um diesen zerstörten Vibe einfach nochmal ein bisschen authentischer zu machen. Ja, und ansonsten gibt es jetzt nicht so viel zu dem Ding zu sagen, ne? Ist halt relativ oversized geschnitten. Wir haben hier auch wieder eine Asymmetrie drin. Das bedeutet, hier diese Side-Panels sind ein bisschen kürzer als vorne das Ding. Wir haben hier diese ganzen Nähte, die kaputt sind. Und ich finde, auf Kamera, gerade wenn es beleuchtet wird, Freunde, sieht das Grau immer so ein bisschen sehr hell aus. Vertraut mir da, das ist relativ farbähnlich mit dem Schwarz von dem anderen Ding hier. Also nicht 100% gleich, aber gerade wenn ich mir jetzt hier angucke, dann ist da kaum Unterschied. Und wenn ich, sobald ich es irgendwie in die Kamera halte, steht hier, ich glaube, wenn ich es weiter weg halte, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ja, mein Favorite Piece braucht ein ADR-Pop-Up wie back in the days. Bro, vor einem Jahr hatten wir einen Pop-Up in Berlin. Schon vergessen? Backprint nicht so meins, zu viel Rave-Ästhetik, aber trotzdem starke Konstruktion. Bro, ehrlich, findet ihr, ich finde, den Backprint ist mein Fave von den ganzen, sag ich dir ehrlich. Also den finde ich geisterkrank. Der chillt hier auch bei uns sehr, sehr lange schon. Wir haben uns den aufgespart für irgendein Piece, wo wir sagen so, ey, da kann der hin. Und ich fand, hier hat der perfekt gepasst. Machen wir weiter mit der Denim. Passend zur Warrior Denim Jacket haben wir ja auch schon geleakt. Habt ihr schon gesehen. Die Scale Denim Pants. Das heißt, das ist jetzt kein neues Produkt für euch. Beziehungsweise, das ist eigentlich so mit fast das Piece, was ihr am längsten kennt. Und ja, deswegen will ich gar nicht so viel drüber zu erzählen. Weil eigentlich, also jeder, der sich darüber beschwert hat, dass die Balloon Cargo Pants, warum es die nicht mehr gibt, sich die dann nicht holt und sollte die dann sold out gehen, sich immer noch beschwert, den kann ich leider auch nicht helfen. Weil fittechnisch ist das der Kollege hier ein bisschen sogar noch weiter, aber halt aus einem anderen Stoff, aus einem Denim-Stoff, mit den Fransen, den gebogenen Zipper. Wir haben hier unten auch nochmal eine andere Naht hier zwischen. Dann haben wir die Ausfransungen unten wieder mit so einem leichten Gummibund, ja, weil die Hose so turboweit ist, damit die schön auf dem Schuh steckt und nicht immer da drunter fällt, weil die Hose ist eh super lang und dann siehst du gar nicht, dass da ein Gummizug ist, weil der Rest der Hose einfach nur da drüber fällt. Auch hier wieder als Referenz könnt ihr sehr gerne mein IG nehmen, habe ich den Spaß ja auch schon angehabt, ja. Hier ist eine Referenz. Ja, ansonsten, wie gesagt, wirklich sehr ausgefranst das Ganze. Hier wieder mit unseren Pockets. Die A-Gürtelhalterungen. Hier haben wir noch so kleine Nieten. Und viel mehr gibt es auch nicht drüber zu erzählen. Kommen wir zu der Hose, wo ich denke, die am meisten unterschätzt wird. Nämlich Shadow Pants. Das ist eine Nylon-Hose mit so einer Special-Textur drauf. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Ja, weil es ist teilweise bei Nylon nervig, dass wenn das immer so clean aussieht und dann kommen dann im Laufe des Tages Falten rein, weißt du, dann hast du da so scheiß Falten drin, die du halt nicht so einfach nicht mehr rauskriegst. Deswegen ist es halt cool, so eine Textur drauf zu haben, weil dann fallen die Falten nicht mehr auf. Da ist, dass wir hier wieder den gebogenen Zipper haben von ADR. Ihr habt oben wieder einen Gummibund. Ja, das heißt, nicht one size, aber da könnt ihr nochmal so ein bisschen spielen. Und jetzt kommt der Clou, Freunde. Ja, die Hose ist sehr weit und sehr lang. Also achtet mal, wie lang die ist. Ich zeig's euch nochmal mit der anderen. Selbst die Scale Denim ist ja schon sehr lang. Aber wenn man die dann mal aneinander hält, ungefähr, also dann ist die nochmal, ein ganzes Stück länger. Es stellt sich der ein oder andere von euch die Frage, Bro, wieso? Weshalb, warum? Ich erklär's euch. Ihr könnt quasi, ja, an der Seite sind ja diese Knopfreihen. Und ihr könnt jetzt quasi die an der Seite zuknöpfen und die dann in der Länge verändern. Und habt dann nicht nur die Länge verändert, sondern kriegt ihr dann auch nochmal so eine nice Stauung drin. Also ihr habt hier quasi diese Falten, die das, wenn man das trägt, nochmal
wirklich todessick aussieht. Das heißt, ihr habt quasi zwei Hosen in einer. Weil ihr könnt sie entweder normal tragen, also so wie wir es halt auch immer in den Produktbildern und in den Shopbildern präsentieren. Ja, damit habt ihr quasi eine normale, cool geschnittene Hose. Ja, hier seht ihr es. Aber wer halt mal Bock hat, daraus hier so einen Hasen zu machen, der gönnt sich so. Oder vielleicht macht man es nicht unten, sondern oben. Ich weiß es nicht. Da müsst ihr euren Weg finden. Und kommen wir dann zur letzten Hose. Und Freunde, die kann ich jetzt wirklich nicht lange reinhalten, weil Bro, die... Ich weiß nicht warum, aber die Hose ist schwerer als die Jacke. Ich verstehe es nicht, aber die Hose ist einfach so... Die ist wirklich geisterkrank schwer. Auch hier wieder, Freunde. Oh, feinstes Rindleder. Wir haben unten... Die ist relativ weit geschnitten. Aber cool ist, dass wir unten quasi zum Justieren hier nochmal so 4 Buttons reingepackt haben, wo man es dann auftragen kann. Ich trage es halt immer auf. Oder ob man es beim ersten, beim zweiten, beim dritten oder beim dritten Knopf zumacht. Und dann je enger wird die Hose nach unten hin. Auch hier wieder haben wir, um das Ganze hochwertiger und ja angenehmer zum Tragen, eine Mesh drin. Wir haben hier so Biker-Elemente mit drin. Auch hier nochmal so seitlich, wenn ihr das sehen könnt. Hier. Wir haben hier keinen gebogenen Zipper, sondern einen Zipper, der quasi von oben nach unten versteckt zugeht. Hier ist auch, by the way, noch, das ist jetzt nicht die finale Version. Ich habe die finale leider ja im Büro gelassen, und weil ich halt krank bin, wie man unschwer erkennen kann, hatte ich zu Hause nur die hier rumliegen. Aber wir hatten mal überlegt, hier ein ADR drauf zu packen. Initial war es sogar geplant, dass dieses Ropar vom Ärmel hier unten rüber wandert. Haben wir auch mal ein Sample gemacht. Kann ich euch auch mal zeigen. Aber haben wir dann weggemacht. Und auch dieses ADR ist weg. Also vergiss das einfach. Ich fand es halt, weil stellt euch vor, da wäre irgendwas dran. Ein Ropar oder ein ADR oder was auch immer. Dann wäre es, es ist ja ein Set, aber ich finde es cool, dass dieses Set unabhängig voneinander tragbar ist. Das bedeutet, sich die Hose holen will, dann holt man sich nur eine Hose, weil es ist legit eine schwarze Lederhose. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wenn man sich die Jacke holt, so, dann kann man auch nur die Jacke holen. Weißt du, es ist ein Set, aber irgendwie auch nicht. Hätten wir da noch irgendwas so draufgeknallt mit Atelier bei der Jacke und Ropar, also das Atelier, wie es halt auch ist, hier beim Ärmel und dieses Ropar hier unten zum Beispiel hin, dann hätte es sich wieder mehr nach Set angefühlt. Und wäre ein bisschen loster gewesen, das einzeln zu tragen. Versteht ihr, wie ich meine? Ansonsten hinten auch die Button. Ach, die Buttons. Die Taschen. Wir haben hier überall dieses Muster drin vernäht. Wir haben hier auch nochmal so ein Piping drin. Das hat die Jacke, by the way, auch. Wie gesagt, die Jacke, die Hose. Geht halt crazy weit auf, weil der Fußstall so lang ist. Ich will, dass irgendwer sich die Ledersachen holt und dann hier ein Feedback da lässt. Er kann sie dann auch meinetwegen zurückschicken. Aber ich will, weil die Qualität ist Endlevel. Also, no joke. Die Hose. Das, Bro, jetzt ohne Witz. Wir haben das bei einem Typen machen lassen, der macht eigentlich so Real-to-Rap, so Motorradbekleidung. Weißt du, ich meine? Also, damit könntest du dich legit auf ein Motorrad setzen. Du fällst hin und dir passiert nichts. So ein auf den. Wir haben noch 2 Pieces am Start. Nämlich die Accessoires. Einmal hier die Balaklava mit einem gebogenen Zipper. Ja, der ist gebogen, wie bei ADR typisch. Sage ich jetzt schon einfach, also wie es halt bei ADR immer ist oder fast immer ist, gebogener Zipper. Wir haben hier an den Seiten wieder diese, ja, Ripped Edges. Coole Waschung drauf. Kleiner Ausschnitt für die Augen, dass man auch böse, ja, daherkommt und die einen oder anderen Scheißdies den einen oder anderen Store ausrauben können. Also hier sieht man das Ding ja nochmal getragen. Auch YKK-Zipper natürlich, ja. Selbst hier bei so kleinen Sachen, die Details, ne? Ja, und dann so das Piece, was so in meinen Augen so ein bisschen am Untergehen ist, kriegt irgendwie nicht genug Props, ist die Bag. Weil die Bag, Freunde, ihr müsst euch vorstellen, das ist quasi so eine Art Zipper, der hier quasi ähnlich wie bei unserer Crack-Denim-Hose, versteht ihr? Der geht hier quasi einmal so mäßig drumrum. Und wenn man den dann hier so anhat, dann kann man das Ganze entweder so rocken. Man kann es aber auch so rocken. Und das Coole ist, dass man auf beiden Seiten quasi an den Inhalt kommt. Und hier drinnen ist auch nochmal eine kleine Tasche mit einem Reißverschluss, wo man dann so, ja, kleine Sachen reinpacken kann. Und die ist aus Canvas, die Tasche. Und wie gesagt, ich finde es halt cool, dass es so aussieht, als würde der
der Zipper so quasi einmal komplett über diese Tasche gehen. Reis- und Reistest auch hervorragend abgeschnitten, meine Freunde. Ja, Freunde, ich glaube, ich habe euch jedes Piece rausgehauen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann ist jetzt der Moment gekommen, die zu stellen. Ansonsten bin ich mir sicher, dass ihr alles weitere spätestens morgen oder halt bis zu dem Release auf der ADR Instagram-Page findet. Also Grüße an alle, die viel Liebe da lassen. Wirklich, es ist nicht selbstverständlich, ein Like, ein Comment, ein Share, was auch immer, rauszuhauen. Gerade in so komischen Zeiten, wo gefühlt jeder eine Instagram-Brand, also eine, wo gefühlt jeder eine Brand hat. Ich wollte hier schon wieder fronten. Wo gefühlt jeder eine Brand hat, wo gefühlt, ja, der Markt halt komplett übersättigt ist, gefühlt alles gleich aussieht oder keine Ahnung. Wisst ihr? Deswegen danke an alle, die Liebe da gelassen haben und auch da lassen werden. Ich bin super, super zufrieden mit der Kollektion. Also wirklich, wenn ich mir die rückblickend anschaue, ja, bin ich auch echt stolz, die rausgehauen zu haben. Wie gesagt, Shoutout geht raus ans ganze ADR-Team. Diese starke Leistung.